So, wir kommen zu unserem Loop-Workout. Nehmt am besten gleich ein Band, so wie ich auch, um die Mitte eurer Oberschenkel. Kleiner Tipp, je tiefer, desto schwieriger. Kurz oberhalb der Knie wird es ganz intensiv. Je höher, desto leichter. Ihr könnt immer noch wechseln auf, in dem Fall Mint, sehr leicht, oder intensiv Lila. Es ist eure Wahl, es ist euer Körper und es ist euer Trainingszustand. Lila für mich ist jetzt erstmal raus. Wer alle drei hat, kann den Oberkörper gleich gerne integrieren. Und währenddem wir hier marschieren und die hintere Schulter so ein bisschen mit ins Boot holen, gebt mir mal diesen Out-In. Step Out-In. Ihr könnt übrigens jeden Spaziergang, alles was wir hier tun, auch super gerne draußen tun. Also bevor ihr mit Stöcken den Wald durchpflügt, könnt ihr wirklich genauso gerne hier ein funktionales, intensives Bauch-Beine-Po-Training machen. Schnappt euch das Loop, ab in die Tasche und ab in den Wald. Denn außerhalb dieses Out-In, gebt mir mal einen Step-Touch. Und den könntet ihr jetzt auch nach vorne oder nach hinten machen. Beim Waldspaziergang bleibt ihr vorne. Und im Wohnzimmer bleibt ihr bei vor und zurück. Neue Muskeln, die Handrücken. Wir sparen Zeit in diesem knackigen Training, dadurch, dass wir den Oberkörper gleich mit ins Boot holen. Den Serratus. Gerade Handgelenke, Handrücken gegen leichtes Loop stemmen. Vor, rück. Vor und rück. Die Schultern tief. 4, 3. Zweimal mehr, Oberkörper hat Pause, Schultern locker. So, aus diesem Step-Touch wird ein V-Step, breit, rück. Auch hier gerne Aerobic der 80er Jahre ins Boot holen und ein Functional Training draus machen. Ihr spart Zeit und in dem Fall trotzdem so viel intensiver, nicht nur für die Herzfrequenz, sondern eben auch ganz wichtig, durch die Loops holt ihr den Oberkörper immer mit ins Boot, marschiert, immer noch rechts. Wiederholung, out in, step touch, V-Step. Jetzt machen wir einen Lunge nach vorne und nach hinten. Lunge, Lunge, vor und rück. Bleibt bei dem. Die letzten 4, 3, 2, 1. Trippeln. Locker. So, im Erklärungs-Einleitungsvideo zu den Loops sprach ich von Anti-Handy-Nacken und habe euch eine Übung gleich schon im Sitzen gezeigt. Die geht natürlich auch, Beine ein bisschen öffnen. Und ihr spürt wieder Hüfte, ihr spürt wieder Rumpf, also Core. Nehmt das obere Band, zieht es nach hinten. So vielleicht nicht gerade durch den Wald oder ihr wollt wirklich Aufmerksamkeit erregen, aber es wäre funktional. Bleibt im Triple, Kopf zurück, atmen, Schultern tief und lockern. Marschiert links. Hier wieder Außenrotatoren, öffnen links. Machen wir alles noch für die linke Seite, ist trotzdem ein Mitmachvideo. Ihr wisst ja, ihr könnt jederzeit einzelne Übungen einfach nur rauspicken und öfter wiederholen. Wer aber sagt, kurz knackig, zusammen mit mir, bleibt hier noch kurz am Ball. Serratus, Handrücken gerade, Step Touch, Reach, Pull, 8 Stück. Immer wieder dran denken, wollt ihr es intensiver, nehmt ihr das lila Band oder schiebt mein Loop einfach tiefer. Ohne Arme, March, links und nochmal den V-Step. Auf, zu, solange gönnen wir uns oben eine Pause. Vorne breit, hinten tief. Auch nochmal genießen, schneidet nicht ein im Gegensatz zu Latex. Rutscht nicht, waschen bei 30 Grad könnt ihr die Dinger auch. Letztes Mal und marschiert.
So, weitere Idee. Knee lift, march. Lift, march. So, was passiert hier? Wir holen die Hüftbeuger mit an Bord. Und die Hüftbeuger oft zu kurz und trotzdem viel zu schwach und verursachen Rückenschmerzen. Hoch gegen Widerstand, hoch gegen Widerstand. Und dann kommen wir nochmal hintere Schulter. Ihr greift das Leichte, das Mint-Loop, einfach mal richtig kompakt und zieht 2-3 Zentimeter auseinander. 8, 6, 5, 4, 3, 2, fast fertig. So, eine für die Bodenarbeit, legen wir das schon mal nach unten. Gehen hier tiefer, gebt mir diesen Sumo-March ganz weit unten. Spürt den Widerstand, spürt das intensive Training von Po und Hüfte und gebt mir diesen Skate. Skate wie so ein Eisschnellläufer. So, Anja Friesinger. Ihr schiebt euch auf dem Eis nach vorne. Und auch das ging im Wald. Und zwar dann wirklich nach vorne. Funktional Hüfte, funktional Bein, Po. Nehmt den Oberkörper mit. 8-mal noch skaten, die jetzt gerade mittrainieren. Ich möchte es euch spüren lassen. 4, 3, 2 und noch ganz kurz durchhalten, wir haben es gleich. Tippen. Dreht euch einfach mal von der Ebene her zu eurem rechten Bein. Schiebt das Bein so ein bisschen tiefer, nur mal den Unterschied spüren. Macht das hintere bei euch, das linke Bein lang. 8. Und ihr spürt so intensiv jetzt Beinpo beider Seiten. 4. Lang. Vorne schön beugen und zurück zu mir zur Mitte. Tippen. Drehen. Band ruhig tief lassen, sind ganz andere Muskeln. Vorne tief. Schub, tap. Schub, tap. Schub. 4 Stück noch. 4 Sehr gut. Zurück, zurück. Die letzten hier vorne Power nach dem ganzen Ziehen. Nach vorne. 8, 7, 6, 5. Lang zur Seite. So, knackige Bein-Po-Einheit. Wem es reicht, der könnte aufhören. Ich will euch nur noch so ein bisschen was zeigen, so den Unterschied. Bitte schiebt, egal welche Farbe, das Loop nach unten und gebt mir einfach einen March. Und hier unten ist dann der Widerstand so hoch, dass es fast nicht länger machbar wäre als eine Minute. Gebt mir trotzdem 2 Schritte. Rechts, immer Spannung auf dem Loop. 2 Minischritte. Das machen wir nur 4-mal mehr. Nicht aufhören, die letzten 2. Bleibt hier. Holt euch eine Matte, vielleicht habt ihr ja sogar meine. Geht nach unten. Rückenlage. Band bleibt, wo es ist. Gerne jetzt wieder zeitgleich Oberkörper. Spannung liefern und ihr merkt es eigentlich überall. Diesmal keine Handgelenke, sondern die Unterarme. Ihr schiebt praktisch das Mint-Loop nach außen und spürt die Muskeln, die die Schulterblätter am Rumpf fixieren. So, mit Spannung am Band, beugen, strecken. Ihr habt den perfekten Abstand. Ihr habt Rumpf, ihr habt Bein, ihr habt Po. Hier isometrisch die Spannung halten, nicht locker lassen. Spannung auf dem Loop. 4, 3, 2, 1. Hinten ablegen und hier die Spannung halten. Euer rechtes Bein ist vorne, euer linkes Bein Richtung Boden, was natürlich nicht gelingt. Spannung isometrisch halten. Wechseln. 2, 3 und 4. Wechseln, so,
3 und 4. Das fühlt sich auch im Bauch so intensiv an, weil die Hüftbeuger mithelfen. 3. Letzter Wechsel. Und lass da hinten das Band los. Bring das Loop wieder weiter nach oben, mittig Oberschenkel, Arme außen ablegen und schon ist diese Abduktion jetzt ganz leicht möglich. Das meinte ich eben vorher. Je höher, desto leichter. So, wir holen Bauchmuskeln mit an Bord, stützt den Kopf dazu gerne ab. Lass die Beine außen. Hüftabduktoren dürfen mithelfen, deutlich mithelfen. Wem es zu wenig ist, oberhalb der Knie, dürft es in jedem Fall reichen. Die Spannung halten und atmen. 4 und 3, 2 und 1. Isometrie. Linke Hand, rechter Fuß. Rechte Hand, linker Fuß. Spannung halten, atmen. Lösen, stellen und zur Seite. Zur nächste Übung im Functional Training, schon richtig berühmt, nennt sich Clamshell. Das heißt, ihr öffnet quasi diese Muschel, die Füße bleiben beisammen. Wir trainieren die kleinen Gluteen, also Medius und Minimus, die wichtig sind, weil sie oft zu schwach sind und dadurch dann für Rückenschmerzen sorgen können. Also kriegen die auf jeder Seite Power von 12 Wiederholungen. Letztes Mal, kurz aufdrehen, Rotation genießen. Kommt zurück zur Mitte. Will euch den Einsatz nicht vorenthalten. Band bleibt, wo es ist, oberhalb der Knie. Ihr geht hoch, ihr spannt nach außen und lockert. Ihr spannt und lockert. Schieben, lösen, schieben. Lösen, außen bleiben, halten, 4, 3, 2, 1. Geht natürlich auch hier für die wilden Hampelmänner. Her, tief, Clamshell, andere Seite. Kopf geht bei euch nach links. Ruhig gemütlich machen, Kopf ablegen. Öffnen, schließen, auf. Die letzten 4. Kurz offen bleiben, Isometrie halten. 4, 3, 2, 1. Lösen, in Rückenlage. Band über die Füße einfach ablegen. Mit den Oberschenkeln nach oben kommen. Und zum Abschluss nochmal ins Gedächtnis rufend. Ich weiß, es sieht blöd aus, aber bitte, bitte. Einmal am Tag schiebt ihr das Loop, egal welche Farbe, zurück. Schultern tief. Haltet es für 10 bis 20 Sekunden, wiederholt es 3 Mal. Die Haltung ist groß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt mir den Daumen nach oben für ganz, ganz, ganz viel mehr und andere Ideen mit anderen Geräten oder Vorträgen habt ihr hier am Kanal. Abonniert ihn, dann seid ihr wirklich immer der Erste.